Jo, da sind wir wieder bei Tales of Xillia 2. Beim letzten Mal haben wir Sidequests gemacht und unsere Katze ist zurück. Ich hab eine Menge Sachen gefunden. Wow. Katze, please. Oh, Invisible Mom haben wir noch gar nichts geholt. Dann wollen wir das mal direkt. Ist mittlerweile jetzt... Das wollte ich nicht drücken. Mittlerweile jetzt schon... 2 Wochen her, das letzte Mal aufgenommen habe. Von daher... Keine Ahnung, was ich noch machen kann. Schauen wir mal. Also ich habe da eine Gaius-Sidequest. Da geht es nochmal weiter. Habe ich bei dir noch irgendwas? Ne, die habe ich schon. Da habe ich nichts angenommen. Die könnte ich machen. Stimmt, ich brauche rosafarbene Smaragde. Die kann ich noch nicht machen. Das Abzeichen, das ist Siegel... Die hier könnte ich allerhöchstens machen, aber dafür brauche ich noch mehr rosafarbene Smaragde. Okay. Machen wir erstmal die Gaius-Sidequest. Müsste jedenfalls Gaius sein, dafür, dass er jetzt hier im Gasthaus am Hafen ist. Ja. Gaius, Kapitel 2. Was uns verbindet. Hey, Erston just got here too. I take it you were curious as well? Oh, you didn't hear? Hear what? Kyle had something he wanted to talk about. Thanks for coming, guys. I owe you one. What's this about? The thing is, no one's seen Tanner in a long time. I heard he talked to you guys. I thought you might know something? Oh, so you do know. Come on, you have to tell me anything that might help. Tja. What? What the hell? Why would you guys beat up Tanner? He left us no choice. Bastard! I knew Tanner had his problems with Risa Maxia, and I always hated that part about him. But he's still a good friend. I've known him since we were kids. Splitterdimension. A fractured dimension. So they found a new one. You have a job to do, Luger. Let's go. Ich glaube, ich weiß, welche das jetzt ist. Das ist die, wo ich schon vor längerer Zeit dachte, dass die jetzt kommen würde, aber jetzt kommen sie jetzt erst. Das klang vielleicht ein bisschen verwirrend, aber gehen wir einfach hin. Und zwar, ja, zum Mondhochland. Tja. Hallo. Brauche ich irgendwelche Sachen? Ich habe schon wieder so wenig nur davon. So. Hab ich irgendwas zu essen drin? Nope. It appears to be the Mon Highlands. In which case, we should probably begin our search in Canbalar. Dann auf nach Canbalar. Meine Güte, ist das ein Schneesturm. Da würde ich nicht unbedingt gerne draußen unterwegs sein bei so einem Schneesturm. Wir laufen jetzt einfach durch. Ich glaube, die ganzen Leute hier kann ich auch einfach ignorieren. Du kriegst mich nicht. Und du kriegst mich nicht. Aber das kriege ich dafür. Die Musik ist aber wieder mal schön. Easy ist in dem Spiel nur mal nicht. Überall Geld. Ich spiele fast 200.000 zusammen, einfach nur durchs Geld, was ich hier so finde. So. Cutscene-Time. Explaining the situation is going to work. I will draw their attention. You all keep moving. Erston, you out on patrol? Yes. His Majesty King Millard has been looking for you.
It sounded important. Millard. So, he's still alive in this world. Is His Majesty ahead? Yes. Wait. Hmm? You don't seem your usual self, Erston. We've reached the bitter end of our long battle. I think even you would be excited. Yes, of course. I am. And once that it's all finally over with, think of the outcome. It will be our time to shine. I'm excited about our victory and all, but if I lost you guys in the process, it would be pointless. Hmm? I can't agree with you more. That goes for you too, you know. Don't ever forget it, Erston. This touchy-feely stuff obviously isn't your thing. How adorable. Who's there? Erston, why? An imposter? One of Noctical's spies? What? Impossible! But he looks just like him. On your way to assassinate the king, are you? Everyone, this man is no friend of ours. Clearly, there is no reasoning with you in your current state. Forgive me for getting everyone involved. It's okay. Now. Muss auch ziemlich hart sein, gegen seine alten Freunde zu kämpfen, die eh schon alle tot sind. Eigentlich. Jetzt aus einer Schlüsseldimension. Joa, womit fangen wir denn an? Ich könnte die Magierin aus dem Weg räumen. Habe ich zufällig gerade meine Feuerwaffe? Ja. Und Hammer kann ich gut mit Elise. So. Einfach voll auf Presser. So, und bam! Glückskatze! Ja, das hat ein bisschen Schaden gemacht. Und die habe ich gerade ja wundervoll ja, da schön hochgeschmissen an der über den Stein. Aber schön, dass die alle so ein bisschen gegensätzliche Elemente haben als Schwächen. Die einen Feuer und Wasser und die anderen eben halt Wasser, Wind und Erde. Ich stehe hier gerade so ein bisschen doof. Hallo? Kann ich mal? Danke. Wir haben mich eigentlich gerade verbunden. Ihr könnt mich gerne in Ruhe lassen. Ich will nur auf eure Freundin hier einhauen. Ist doch hoffentlich nicht so schlimm. Also komm. Seid doch mal ein kleines bisschen toleranter. Was? Wieso kann ich nicht angreifen? Achso, ich bin paralysiert. Sicher jetzt erst. Dumme Paralyse. So. Unberechenbares Element. Keine Ahnung, wo ich jetzt gerade draufgehauen habe. Au. Okay, okay. Oh, ich kann sie aktivieren, weil ich verwirrt bin. Lass das. Hör auf, verwirrt zu sein. Hör auf, verwirrt zu sein, meine Güte, Luga. So, jetzt kann ich es aktivieren. Ich will dich nicht angreifen. Ich will dich angreifen. Also schon mal eine weg, gleich. So. Agria. Ah, verdammt! Na komm, musst du einmal draufhauen. Wow, wie alle gerade alle vier auf mich draufhauen, während ich nur einen Angriff draufhauen wollte. Kann mich jemand wiederbeleben? Danke. Wieso, wann habe ich die Waffen gewechselt? Darf ich jetzt mal... Wow! Chimeriot, please! Schmeiß mal hin, mal einen Trank des Lebens mal hier rüber. Kann ich jetzt endlich mal... Danke!
Boah. Das war ja gerade kein bisschen nervig, ne? So. Was haben wir jetzt für Waffen noch? Nehmen wir die Wasserwaffe und hauen mal so ein bisschen auf. Genau, auf dich. Hier. Autsch. Time to dance? Nee, ich denke nicht, Agria. Au. Huh. Suddenly Tornado. Ich will immer noch Agria kaputt hauen. Wo ist sie denn? Sieh sie auf. Ach, da hinten. Ach, ich bin da. Wow, da spielt man mal 2 Wochen lang nicht mehr und hat plötzlich verlernt, wie das Spiel funktioniert. Aber der Kampf ist auch nicht so wirklich ohne. So gegen 4 Gegner gleichzeitig, die auch alle so gut was drauf haben. Gucken, ob ich wenigstens Agria kaputt bekomme. Naja, natürlich kacke ich wieder ab. Will mich jemand mit Nibble beleben? Danke. 17.000 hat sie noch. Sag mal, willst du mal stehen bleiben und dich mal angreifen lassen von mir? Ich mach die ganze Power-Treffer nach dem anderen. Au. Ich bin so ein bisschen paralysiert. Und ich bin mit keinem verbunden, merke ich gerade. Nein! Gerade so noch... Hat mich der Wind gerade versteinert? Und ja, wahrscheinlich war es, weil Gaius versteinert wurde. Oh. Das war nicht die richtige Attacke. So. 6.000 nur noch. Das wird ja wohl hier noch eben schnell kaputt bekommen. Wenn er nicht ständig... So. So, one down. Da habe ich schon fast getroffen. Ach komm. Hau einfach drauf. Bums. Ja, der ist auch fast kaputt. Das ist sicher irgendwelche Windwaffen, oder? Nein. Egal, dann hau ich einfach so drauf. Achso, der Blitz kam von ihm. Ui, das war knapp. Da kam gerade ein Angriff runter. Au. Ja? Achso, irgendwie habe ich meine Attacke doch verbraucht, obwohl ich es eigentlich nicht gemacht habe. Nee, das war die falsche Attacke. Genau, die wollte ich eigentlich gerade machen. Da wenigstens sind wir so noch bei einem runter. Aber es war teilweise ein bisschen knapp gerade eben, ne? Ich war teilweise echt allein auf dem Feld. Ich muss sagen, diese Heilungen von Elise sind echt praktisch zwischendurch immer mal. Immer verwirrt bin, ne? Nach jedem Angriff. So, jetzt aber. Ja gut, der blockt zwar alles ab, aber egal. Es hat Schaden gemacht. Ja, und mein Kommandos können wir jetzt eigentlich auch einfach aufheben, weil wir eh jetzt durch sind. Meine Güte, dieser Kampf. Und ein paar Emblemen bekommen. Und Level Up für alle. Meine Güte. Ja, also ich sollte mir für ein Spiel nicht direkt so einen Kampf aussuchen. Forgive us, Erstin.
for leaving you. Why did he apologize? That wasn't meant for me. Are you okay? The Chimeriad were bound together through common goals and ideologies. I'd thought us otherwise indifferent to each other. Were we friends all along? Let's hurry on. Ich würde schon sagen, dass die Chimeriad seine Freunde waren. He was a former king of Azul, and a wretched excuse for a human being. He may very well be this world's divergence catalyst. Na dann, auch weiter nach Kambala. Übrigens habe ich ja gefragt vor, keine Ahnung wie viele Folgen, was denn so die perfekten Berufe für die ganzen Charaktere sind. Ich fand es sehr interessant, dass so die meisten haben so, ich sag mal, einheitliche Sachen bekommen. Luga hat sowas wie Polizist bekommen. Ja, Jude eindeutig halt Arzt. Gaius sowas wie Politiker. Ja, und Leia halt Journalistin. So halt die offensichtlichen Sachen. Und dann kam Yusei. Ach, das Ding war das. Is Millard not the divergence catalyst after all? It's possible that this thing already eliminated Millard. I'm going to guess this is our target then. Show no mercy. Ja, und Yusei hatte so Sachen wie YouTuberin, Reitlehrerin, Stripperin. Wo ich mir auch dachte, wait, what? Das waren auf jeden Fall sehr interessante Sachen. Von daher. Das war so in die falsche Richtung. Moment, du hast eine Lichtschwäche. Eine Lichtschwertschwäche. Also einfach damit draufhauen. Ja, ich mache immer die falsche Attacke. Huch! Elise, was tust du? Oh, wir sind alle traurig. Oh, ich bin tot. Jetzt bin ich auch traurig, weil ich tot bin. Das kann ich verstehen. Können wir mal das nochmal machen? So, fangen wir damit an. Dann einmal nach unten. Und haben nicht getroffen. Sehr gut. Hey, was? Wieso hat's nicht geklappt? Okay. Warum auch immer ich danach nicht den Windverbund-Attacke machen konnte. Fürs nächste Mal könnt ihr mir ja gerne mal schreiben. Was könnten wir denn da noch Schönes nehmen? Huch! Die Attacke zieht doch mehr ab, als ich erwartet hätte. Was haben wir denn da noch Schönes? Was machst du jetzt? Ach, diesen, ja, dein Ding werfen. Nö. Au! Das tat weh. Ich glaube, das hatte ich auch mal bei Spiel gefragt, wie würden die aussehen, wenn sie alle zur Schule gehen würden? Oder was... Ja. Kann man sagen, was wäre ihre Aufgabe in der Schule? So in etwa. Ja, so in etwa. Was für eine Aufgabe, sagen wir, würden sie haben, wenn sie noch zur Schule gehen würden? Da kann ich mir schon bei einigen Sachen gut was vorstellen und bei anderen. Ich sehe schon kommen, was Muse wieder für Sachen hat. So, diesmal nicht. Oh Mann! Ich hab grad. Da! Ich wollte gerade mit Mystic Art raushauen, ne? Und dann haut er mich einfach tot. Also haut mich nicht tot, sondern haut mich aus dem Ding raus. Au, au, au,
au. So, hier. Und nochmal hoch mit dir. Mach wenigstens guten Schaden. Wow. Wow, wow, wow. Gaius, was tust du? Wow. Da ging plötzlich der Schadenscounter ganz hoch. Und noch ein Level up. Sehr gut. Und schwarzer Regen. Sehr gut. War das jetzt der Katalysator? Ich weiß es gerade nicht mehr. Ja, anscheinend. Ja, das war doch wieder mal eine lange Nebenmission, wenn ich mir so gerade auf die Zeit gucke. Are you still thinking about the Chimeriad? I suppose I am. Perhaps you'll see them again in another dimension. Possibly. This has all helped me realize something. Luger, I need to find Tanner. Will you help me? Natürlich. Of course I'll help. Thank you. I'm glad to have you as an ally. Let's return to Triglav. It's Nova. Yep, nymph. Sorry to bother you. Dämonisches Duo. Moment. Ich kann mir gerade vorstellen, wofür das ist. Da habe ich doch gerade gesehen. Ah, wenn Elise und Myrsene lange Zeit verbunden sind. Sehr gut. Triglav. Kann ich... Ich kann nicht direkt zum Bahnhof. Nicht zum Bahnhof, zum Hafen. Da hinten. Achso, ja, da kann ich auch direkt zu den Apartments gehen. Kann ich auch hier die Sachen mitnehmen. Ohne Jacke für Elvin. Wild und sexy. Ah. Eine Menge Sachen. Moment, das müssen wir kurz mal angucken. Elvin? Wieso ohne Jacke? Und ohne Jacke. Und der Hut. Ja. Lassen wir ihn nochmal. So, schauen wir doch mal, wo Tanner ist. Da. What do you want? Kyle was concerned about you. He even threw a punch at me. He what? Whatever, me and him are through. If that's the case, let me tell you a story. Eh? It was a time when I had people I could call friends. They sacrificed their own lives so that I might achieve my goal. Now, they are gone. Never heard of friends like that. That sounds like something else. Perhaps so. They were subordinates first and friends second. I'm sure each had his or her own hopes and dreams. But circumstances got in the way of those dreams. We had obligations, which is why I now stand before you, alone. You don't seem too broken up about it. There was a time when I lost my composure, and because of that, when Kyle struck me, I did not know how to respond. Ha! So you do regret what happened to them? No. It just made me think about how things would have been different had we merely been friends. Where are you going with this? What's your point? What the hell are you trying to say? That I envy you, I suppose, for having friends who would stand by you, even when they hold different beliefs. Tanner! Erston, listen, about what happened. My story is done here. I'll be on my way. What about you? I'm not gonna say nothing with you watching. Fair enough. Gaius ist voll cool. Und Silly Outfit 1 von Gaius haben wir jetzt bekommen. Kann ich da kurz mal zeigen? Das hier.
auch ziemlich cool aus. Gut, dann beim nächsten Mal. Haben wir eigentlich noch eine Sidequest? Ja, in Shandu. Ich glaube, das war nochmal... Rowan? Müsste Rowan gewesen sein. Ja gut, aber das machen wir dann beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.